Auch diesen Sommer versammeln sich zahlreiche Künstler um Stefan Wabenheinz in Rüdersdorf, wo Emmerich Karlmanns Operette Die Tschardasch-Fürstin auf die Bühne am Kurfürstlichen Bergschreibamt gebracht wird. Die Proben jedoch begannen im Kulturhaus Rüdersdorf. Das ist natürlich eine ziemlich komplizierte Geschichte, die Tschardasch-Fürstin. Es geht um Liebe, wie in der Operette immer. Es wird gut ausgehen und der Plot der Geschichte ist eigentlich, dass ein Reicher eine scheinbar Arme liebt, also eine Kabarett- oder sagen wir Varieté-Tänzerin, Sängerin. Und das möchten natürlich seine Eltern nicht. Er ist so aus adligem Hause, der Edwin. Und da ist natürlich die Silva Varescu, obwohl sie ein Star ist, nicht die richtige für ihn. Die Eltern versuchen es zu verhindern. Daraus entsteht ein Kuddelmuddel. Der Edwin ist eigentlich schon einer anderen versprochen. Der Stasi, so eine, sag ich mal, eine Jugendliebe kann man gar nicht sagen, eine Jugendfreundschaft. Und die lieben sich nicht, die mögen sich sehr und sind doch sehr vertraut. Aber das ist dann auch kein Grund für eine Heirat. Ne? Die Stasi findet nachher auch jemanden, nämlich den Boni, das eigentlich immer so ein Hau drauf vorher war, der dann doch aber ein bisschen gesetzt wird. Zumal Stasi wird ihn schon beherrschen, das merkt man dann relativ flott, wer da die Hosen zu Hause anhaben wird. Am Ende finden alle zusammen, klar wie eine Operette, aber vorher gibt es halt ein bisschen an Durcheinander. Wie bereitet man sich denn auf das Stück vor, als musikalische Leiterin? Man bereitet sich auf allen Ebenen vor und von allen Seiten. Also ich habe ja als musikalische Leitung hier viele andere Sachen zu tun, die man vielleicht an anderen Häusern, also an größeren Häusern nicht zu tun hat. Ich suche ja zum Beispiel auch die Musiker aus und schreibe die an oder kommuniziere mit denen, dass die Probenpläne passen und so weiter. Und spreche ganz viel vorher mit dem Arrangeur auch mich ab und natürlich mit dem Regisseur, mit Stefan Wabenheinz. Also wir sprechen genau vorher ab, was wir gerne möchten oder wie wir uns das vorstellen. Da kommt auch von jedem eine Idee oder mehrere Ideen. Und natürlich muss ich den Klavierauszug ein bisschen üben und begleite eben auch die ganzen Proben hier live auf der Bühne mit dem Klavier und studiere mit den Sängern ihre Partien ein. Das heißt, ich muss als allererste fertig sein mit dem Stück. Ich muss, bevor die Proben losgehen, alles schon durchgeübt haben und einen großen Überblick haben. Und alles Weitere kommt dann oft auch noch spontan dazu, wie heute zum Beispiel, wo wir geguckt haben, wer ist vom Ensemble da, wer ist von den Statisten da, wer könnte noch beim Chor mitsingen. Also man muss da ein bisschen flexibel sein und spontan dann entscheiden, wer hat noch ein besonderes Talent und kann noch was singen zum Beispiel und kann einen Satz noch singen, wie jetzt unsere Pelle-Kids, die dieses Jahr auch mitmachen, was mich sehr freut und die wirklich jetzt die Jungs, die Bassstimme mitsingen, in den Chor stellen. Ihr macht bei der Tschardasch-Fürstin mit. Seit wann wisst ihr denn davon überhaupt? Zwei Wochen. Du auch? Ich muss gerade überlegen, wie lange? Seit einem Vierteljahr. Wow, du wusstest schon viel früher davon, ja? Ich wurde ja gefragt, ob ich nicht Lust habe mitzumachen und es wurde relativ früh beschlossen. Habt ihr euch schon mal so ein bisschen mit dem Inhalt des Stückes auseinandergesetzt? Nein. Ja, also beim Lesen des Stückes natürlich und generell davor, wo es mir gesagt wurde, ob ich halt nicht Lust habe, habe ich halt das Stück gegoogelt und reingeguckt. Ja, so wie man das heute halt macht, ne? Ist es das erste Mal, dass ihr auf der Bühne steht oder habt ihr schon mal ein Stück mitgemacht in dieser Art? Genau, also wir beide sind beim Pelle-Camp dabei. Das ist halt ein Sommer-Workshop, also im Sommer, in den Sommerferien immer so zwei Wochen und dann wird ein Stück aufgeführt und das Ganze existiert seit 5 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange bist du dabei schon? 2 Jahre, also minus das Jahr, also es war ja noch nicht. Also zwei. Ja, zwei. Ich bin seit 5 Jahren dabei, seit Anfang an. Und da bin ich schon öfter auch bei Revues oder Operetten dabei gewesen. Und was lernt man dort? Ja, Schauspiel, Gesang. Also du lernst halt Musical. Ja, genau. Halt auswendig lernen, wirklich ein Stück zu erarbeiten. Singen, tanzen, Schauspiel, halt, was man so macht in einem Musical.
Ich spreche hier mit Martin Debus, dem Regieassistenten. Wie sind Sie denn zu dem Arrangement gekommen? Ich habe auf einer Plattform, die heißt Theapolis, die Suchanzeige gelesen und habe mich dann beworben und den Stefan Wappenhans und die musikalische Leiterin getroffen und daraufhin haben sie mich dann engagiert. Was ist denn hier Ihre Aufgabe? Meine Aufgabe ist zum einen das Führen des Regiebuches, dass also genau die Abläufe festgehalten werden, weil manchmal ja das Ensemble ja nicht dabei ist, sondern erstmal die Solisten proben und dass man die dann alle einbauen kann und dann eben weiß, wer welche Positionen innerhalb der Szenen dann einnimmt. Und natürlich auch die Probenplanung. Es gibt ja auch dann manchmal Abwesenheiten und dann muss man das eben koordinieren, was kann man wann wo proben und das dann täglichen Probenplan rauszugeben. Und ein bisschen werde ich mich auch um die Requisiten kümmern, solche Aufgaben unter anderem. Also Sie halten dem Regisseur ein bisschen für die künstlerische Arbeit den Rücken frei? Genau so ist es. Es ist sehr viel organisatorisch, ja. Hallo, mein Name ist Roderick Dau, ich bin der Geschäftsführer der Rüdersdorfer Kultur GmbH. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Sommeroperette. Ich darf Sie auch als Bürgermeister ganz herzlich begrüßen jetzt zu unserem inzwischen 6. Operettensommer. Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht. Ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum hier und da so einmal noch, da küss ich noch, da küss ich noch. Der Stefan Wappenhans hat uns in einem Theaterstück in Erkner, der Biberpelz, gesehen, brauchte noch ein paar Solisten für die damalige Operette Messeschlager Gisela. Und wir haben uns dann sofort bereit erklärt, weil zu der Zeit wir nicht wussten, ob wir mit dem Theater weitermachen können oder nicht, aus personellen Gründen, und waren total begeistert gewesen, auch über dieses Team, was man hier vorgefunden hat. Die waren alle toll, die haben geholfen, weil für uns war es was ganz Neues. Wir haben ja nur Theater jahrelang gespielt und Operette oder Singen und Tanzen ist nun ein bisschen was anderes, also noch mehr als eben nur Theater spielen. Und wir waren total begeistert und die haben uns wunderbar aufgenommen alle. Auch vor allen Dingen die Profis. Und ja, und als die Operette zu Ende war, fragte Stefan uns dann, ob wir im nächsten Jahr mit dabei sein wollen. Also für mich ist es immer das Tanzen natürlich eine Herausforderung. Ne? Also viele Schritte kennt man zwar aus früheren Zeiten, und, aber es ist immer wieder eine Herausforderung, tanzen und singen. Weil, wie gesagt, das ist ja eine Sache, die wir als Schauspieler ja nur nicht so häufig machen. Ja, wir hoffen, dass wir Stefan damit etwas ja, begeistert haben, aber es ist eben immer wieder eine Herausforderung, diese Zusammensachen. Aber ansonsten ist der Unterschied zur Fledermaus jetzt vom vergangenen Jahr nicht wesentlich. Also es ist halt eine Operette. Nein, es macht Spaß, es ist, ich könnte gleich nochmal. Gut, dass wir das dreimal am Wochenende machen. Ist ein schönes Stück, vor allen Dingen furchtbar, wie viele Ohrwürmer drin sind. Ich weiß ja nicht, wie es den Kollegen geht, ich tanze immer hinter der Bühne. Ich bin ja als Stasi nicht ganz so oft auf der Bühne, aber den ganzen ersten Akt tanze ich hinten rum. Im zweiten Akt, wenn ich nicht drauf bin, tanze ich auch hinten rum. Und wenn ich im dritten Akt auch nicht dran bin, bei Jollmama, tanze ich auch hinten rum. Also ich habe immer sehr viel zu tun, auch wenn ich nicht auf der Bühne bin. Warum heißt Anastasia denn Stasi? Kurzform. Das ist einfach eine ganz einfache Kurzform. Das hat nichts politisch. Ich wollte eigentlich was reinmachen. Ich habe gebettelt drum, dass es inszenierungstechnisch vielleicht einen kleinen Anklang, aber haben wir da nicht gemacht. Das wäre auch zu. Hätte dem Stück nicht geholfen und es wäre egal. Magst du was zu deiner Rolle sagen? Zu meiner Rolle, ja, kann ich was sagen. Also, das ist so eine typische Soubrette-Rolle.
Heißt ein leichterer Sopran, sehr viel Spielanteil, sehr agil, trotzdem sehr wahrhaftig. Und auch wenn die ist ja jünger auch als die Chardas-Fürstin, aber die weiß eigentlich schon ganz genau, was sie eigentlich gerne möchte. Wo sie vielleicht auch bereit ist, eher Kompromisse einzugehen. Und dann aber sagt, nö, vielleicht doch, ist ein bisschen ambivalent, auch wenn der Edwin sie verlässt, beziehungsweise ihr so mitten vor allen sagt, so, ach nee, jetzt doch nicht, dann ist das schon ganz schön hart, trotzdem. Vielleicht kurz was zu den Vorbereitungen, wie lange waren die, haben die gereicht? Die haben ganz gut gereicht, weil es einfach, wir hatten, glaube ich, 4 Wochen Probenzeit, die waren reichlich. Vielleicht nochmal 2-3 Tage, dass es sacken kann, aber ansonsten kamen wir eigentlich sehr gut damit hin. Vorbereitungszeit, ja, die musikalischen Sachen bereitet man vor und dann die Textsachen lerne ich einfach schnell. Da brauche ich nicht so viel, aber... Also erstmal bin ich total glücklich und dankbar für die tolle Erfahrung hier spielen zu dürfen. Es ist ein wunderschönes Ambiente. Das Publikum war grandios. Ich Blumen überhäuft bin ich von der Bühne gegangen. Und ja, ich bin einfach total glücklich, auch mit meiner tollen Bühnenpartnerin Ilonka. Ja. Ja, die Ilonka Vöckel, die ist ja nicht das erste Mal mit dabei, schon öfter. Gibt es denn Unterschiede der heutigen Aufführung im Vergleich zu denen der letzten Jahre? Also es gibt natürlich, das Stück ist ein ganz anderes als die Fledermaus natürlich. Die Fledermaus ist schon die Königin der Operette, das ist jetzt ein bisschen, sag mal, vielleicht eingänglicher, auch von den Melodien. Und es ist jedes Mal spannend, wie es wird. Man weiß nie vor einer Premiere, wie wird das Publikum reagieren. Wir sind dann immer ganz glücklich, dass es auch heute funktioniert hat. Richtig, weil gerade unsere Endproben, also ne, wir haben einmal, sollte es ein Riesengewitter geben und dann Tonprobleme und was alles so noch passieren kann, ist irgendwie passiert. Die Generalprobe ist schiefgegangen ein bisschen und das ist wunderbar, weil in Theaterkreisen ist das ja das beste Omen, dass die Aufführung dann voller Erfolg wird. Und das war sie? Ich würde schon sagen. Ja, ich bin total erleichtert. Es hat richtig gut geklappt und ich freue mich einfach auf die nächsten Vorstellungen hier in Rüdersdorf. Es ist auch immer sehr schön, also ich wohne in Berlin und immer hier die Fahrt rauszukommen aus der Stadt. Und ich freue mich auf unsere Senioren vor allen Dingen. Das ist so schön, die im zweiten Akt den Walzer tanzen zu sehen, finde ich. Das ist so berührend. Letztes Jahr hatten wir ja 2 Operetten, dieses Jahr war es nur eine. Das war natürlich... Ich nehme an, für Frau Vöckel denn schon etwas leichter dieses Jahr, oder? Ja, es ist viel entspannter. Klar, natürlich, wenn man dann nochmal Wiederaufnahmeproben hat und nochmal eine zweite Generalprobe für ein anderes Stück. Und die Probenzeit ist ja doch sehr kompakt. Wir müssen immer mal wieder weg, weil wir Vorstellungen haben noch woanders. Ja. Und deswegen wird alles immer so. Eben. Aber auf den letzten Drücker klappt es dann doch. Kann ich mich auch nur anschließen. Also für die relativ kurze, kompakte Probenzeit, die wir hatten, haben wir jetzt ein super Ergebnis und da können wir sehr glücklich sein. Ich hab nur dich auf der Welt allein, deine Liebe, sie ist für mich wie der Sonnenschein, Na, wir hatten jetzt gerade Premiere und es war ein Riesenerfolg und das macht einfach Spaß, weil das ganze Ensemble, wir funktionieren alle wunderbar zusammen. Hier ist alt und jung zusammen und ich mit meinem Fürst, wir gehören ja zur reiferen Generation und dann die wunderbare, die Charterfürstin spielt und die jungen Leute, es macht einfach Riesenspaß. Ist für mich etwas anderes mal, ist ja nicht meine Schlager, sondern ich muss hier mehr schauspielern und was soll ich sagen, macht einfach Spaß. Gab es eine besondere Herausforderung für Sie, weil es jetzt eine Operette ist?
Ich habe ja nicht, also ich muss mal so sagen, ich habe ja als Kind schon mit 15 Jahren Operettenmelodien gesungen. Daher ist mir eine Operette natürlich oder Operettenmelodien gar nicht fremd. Aber hier habe ich ja die Rolle der Fürstin gehabt und die hat ja nicht groß gesungen. Deswegen haben wir so ein Duett noch mit einfließen lassen, damit die Leute kennen mich ja als Sängerin. Hier war ich vorrangig wirklich als die Fürstin, als die Schauspielerin engagiert. Und das war eben für mich etwas ganz Besonderes. Und dann hat der Regisseur es ja so schön gemacht, dass ich eben, wie gesagt, das Duett und dann zum Schluss mein Zusammenleben, diesen Theodorakis-Song, hat er mir zuliebe als Schlusstitel gemacht, damit eben die paar Fans auch noch ein bisschen auf ihre Kosten kommen. Ja. Da sind Sie, glaube ich, gekommen, weil es war eine sehr, sehr gute Stimmung im Publikum. Haben Sie das auf der Bühne mitbekommen? Natürlich haben wir es mitbekommen und vor allem die Lacher. Das ist ja immer bei Premiere, weißt du ja nie, wie die Leute reagieren und so. Und da haben wir gemerkt, dass die voll sich eingestellt haben, auch auf die Texte. Und es sind Lacher gekommen und das ist natürlich für uns ein wunderbares Gefühl. Aber wir merken, wir haben das gut gespielt oder wir spielen es gut. Denn dann, sonst würden die Leute nicht lachen. Ne? Das muss einem, das ganze Ding soll komödiantisch rüberkommen und nicht zu ernst. Das war ja damals in der Zeit, wann ist das Stück geschrieben, 1911 oder sowas. Nicht? Da war das ja eine doch ernstere Geschichte. Und wir versuchen, oder der Stefan Wappenhans, der Regisseur, macht das eben ein bisschen wirklich lustig auch. Und die Darsteller bringen das voll, dass die Leute auch ein bisschen Unterhaltung, Spaß haben. Und nicht nur zu ernst und den schönen Sängern zu hören, ja, sondern hier ist eine wunderbare Mischung, Operettenmelodien, die vor allen Dingen die älteren Menschen alle kennen und diese Mischung aus Spaß, Humor und wunderschönen Liedern. So mag ich die Mädels, die Mädels vom Schondor, die machen nicht viel, doch sind neue. So oft sich ändert das, und dann verändert man sein Herrschaft und nimmt sich eine neue. Also ich bin so glücklich, dass ich hierher gekommen bin. Eigentlich war ich in Behlitz heute und musste da absagen. Und ich bin ja schon jedes Jahr hier gewesen und finde toll, was sich hier entwickelt hat. Auch rundherum auf dem Platz. Also es ist ganz neu. Jedes Jahr was Neues. Ich habe dem Bürgermeister schon ein Kompliment gemacht. Aber die Inszenierung ist so locker und so leicht. Und Operette ist ja ein bisschen, ne, sagt man immer, betulich. Und es ist so toll. Alle Solisten sind hervorragend. Die Textbearbeitung ist toll. Die Musik ist sowieso toll. Kann man nicht besser machen. Und ja, es war ein toller Nachmittag und ich wünsche, dass die ganzen Vorstellungen bei so einem Wetter stattfinden. Komm, mein Lieben, schwing dir auf.